Lieben, heute machen wir was ganz Tolles und zwar backen wir mal wieder. Und zwar auch noch einmal, was ich ganz doll liebe, und zwar Energy Balls oder auch Choco Balls. Und das Rezept ist wie immer von Deliciously Ella. Es ist ganz einfach, man braucht nur 5 Zutaten. Man kann das auch ganz verschieden machen, diese Energy Balls, aber das sind jetzt Schokomandel Energy Balls. Ich habe ein kleines bisschen was abgewandelt. Ja, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was ihr so braucht. Datteln, am besten softe. Und ich mache jetzt die ganze Zeit nur die Hälfte, deswegen 200 Gramm brauchen wir. Dann brauchen wir noch Mandeln, 100 Gramm. Am besten schon gestückelte, es gibt ja noch ganze. Ich nehme immer schon gestückelte, weil die müssen dann eh gestückelt werden, deswegen sind die gleich gestückelt. Dann braucht ihr rohes Kakaopulver, also nicht so Kakao, was ihr zum Trinken nehmt, sondern rohes Backkakaopulver. Dann braucht ihr eigentlich Mandelmus oder sowas. Das ist auch relativ teuer, deswegen habe ich einfach Erdnussbutter oder Creme genommen. Geht genauso. Und dann letztendlich noch Kokosöl. Was ihr auch noch braucht, ist eine Art Mixer. Ich habe jetzt den. Ihr könnt das aber auch mit einem Handrührgerät machen. Erst platziert ihr 200 Gramm Datteln und die Mandeln hier rein. Und noch dran. Jetzt kommt noch ein Esslöffel von dem Kokosnussöl hinzu. Jetzt noch ungefähr 1¼ Löffel Erdnussbutter. Und 2 Esslöffel Kakao. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn das alles so ungefähr diese leicht klebrige Konsistenz hat, können wir das in kleine Bälle formen und für ungefähr eine Stunde in den Gefrierschrank packen. So, und nach einer Stunde könnt ihr die Schokoballs oder Energy Balls auch essen. Die halten sich richtig lange im Kühlschrank, ich glaube mehrere Wochen. Also lange, aber wenn ihr wie ich seid, dann habt ihr die innerhalb von 4 Tagen verputzt. Die sind super lecker, super gesund. Ihr müsst euch keinen Stress machen. Die sind die beste Süßigkeit, weil sie einfach nur gesund sind. Nichts Schlimmes drin und ja. Wenn ihr sie nachmacht, dann schreibt mir nochmal oder schickt mir ein Bild, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.